Ja, liebe Freunde, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal ein Video zu diesem ganzen Bullshit hier mache. Aber vor einer Woche, boah, das sind schon fast 2 Wochen her, gab es da eine Nachricht bei MM News, die ist köstlich. Immer mehr Bestattungsunternehmen nehmen staatliche Hilfe in Anspruch. In Deutschland sterben zurzeit so wenige Menschen wie selten zuvor. Der Grund, in Krankenhäusern wurden Operationen verschoben. Jetzt könnte man meinen, dass die Sterbezahlen ja wirklich explosionsartig in die Höhe schießen. Ob der Maßnahmen ist es wohl nicht der Fall, wird uns erklärt. Aber wer sich das mal durch den Kopf gehen lässt, der wird schnell merken, dass wir hier wirklich manipuliert werden. Auf MM News einfach Bestatter und Kurzarbeit eingeben, dann könnt ihr den Artikel selbst nachlesen. Ich werde ihn in den Beschreibungen auch nochmal verlinken. Des Weiteren werde ich in die Beschreibung auch einen Link setzen zu einer PDF-Datei des Statistischen Bundesamtes, und da geht es um die Sterbezahlen von 2016 bis 2020. Wir alle wissen, dass wir zwischen 2017 und 2018 eine Grippe hatten, wo 3 Millionen Leute zum Arzt gerannt sind und innerhalb von 3 Monaten oder 4 Monaten über 25.000 Leute gestorben sind an einer normalen Grippe, Influenza. Ja. Da gab es keine Ausgangsverbote, da gab es keine Maskenpflicht, da gab es ein Bullshit, da gab es gar nichts. So. Hier werden Maßnahmen ergriffen, die unsere Rechte beschränken. Brauche ich alles nicht erklären, wisst ihr selber. Damals war das richtig schlimm und wurde nicht mal in den Medien groß erwähnt. Heute lesen wir sowas und erleben auf der anderen Seite sowas. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, tut Gutes, bis dahin, tschüss und danke fürs Zuhören.